Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft PlayStation 4 Video. Wir sind im Heidepark und ja, wie ich euch gesagt habe, hier hat sich ziemlich verändert. Anstatt der Schiffsschaukel ist jetzt hier ein großes Hotel hingekommen und ein Riesenrad. Das Riesenrad ist noch nicht fertig und das Hotel auch nicht, aber ich dachte mir, ihr seid bestimmt neugierig und dann mache ich mal ein Video. Ja, dann zeige ich euch jetzt mal die neuen Sachen. Also, hier hinten sind auch noch ein paar Windräder dazugekommen. Hier, zwei Stück. Die sehen sehr gut aus. Ja. Hier unten muss halt noch die Fläche angegradet werden. Also, das ist noch nicht so. Ja, hier war ein Berg und den haben wir weggemacht. Das war auch so ein großer Berg. Der ging hier lang. Der ist weg. Der ging dann hier rüber zu diesem hier. Plus hier ist jetzt schon wieder Rasen, das haben wir hier alles gut zubekommen. Hier war so ein riesiger Berg. Ja. Gut, hier die Fläche, die muss noch zugemacht werden. Und hier ist halt das Beste, was es jetzt eigentlich neu gibt, ist das Riesenrad. Das ist aber auch noch nicht ganz fertig, also das fehlt noch ein bisschen was. Und ja, halt hier das Restaurant, das sieht sehr gut aus. Da kommt halt noch ein schönes Dach drauf. Dann kommen hier mehrere Etagen reingezogen. Vielleicht, weiß ich jetzt noch nicht, wenn es die Map aushält. Weil ich möchte nicht so viele Details machen, so kleine Details. Weil wenn ich jetzt so viele mache, dann da in diese Häuser schaut fast eh niemand rein. Und wenn ich zu viel mache, dann kann ich keine neuen mehr bauen, weil es dann zu sehr leckt. Deswegen baue ich lieber Hohlbauten. Jetzt, weil die Map auf der PlayStation 3 konnte man die gar nicht mehr starten. Und auf der PlayStation 4... läuft es jetzt halt wieder ein bisschen, aber ja. Deswegen will ich das halt nicht zumachen. Ach, und das ist auch neu dazu gekommen. Diese beiden Sachen sind alle drei von Marcel gebaut worden. Ich kann euch ja mal die Online-ID von ihm in die Beschreibung packen. Wenn ihr mit ihm mal spielen wollt, er kann sehr gut bauen. Also das Hochhaus hat er gebaut. Und das Riesenrad habe ich gebaut. Die Windmühle da hinten hat, also die Windräder hat er gebaut, ja, und das hat er auch hier gebaut. Das soll halt ein Café sein. Man kommt hier ins Café rein und hier ist die Küche. Da oben sind dann halt noch zwei Töpfe gelagert. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hier kann man sich das Essen aussuchen. Hier sind Bänke. Und hier geht es halt in die zweite Etage. Der Boden soll so ein Teppich sein, so ein grauer Teppich. Ist auch eine sehr gute Idee mit Lehm. In diesem Texture Pack sieht der Lehm ja aus wie Teppich. Das finde ich ganz gut. Ja, und dann haben wir noch eine Terrasse. Das finde ich auch sehr gut. Hier kann man dann ziemlich viel sehen. Na gut, der Turm ist jetzt im Weg. Aber das Leuchtfeuer, das sieht man noch gerade so, ja. Verändert halt die Farben. Von hier aus sieht man es nicht. Das ist leider nur, wenn man nah dran ist. Das ist irgendwie so ein Bug. Ja, wenn man nah dran ist, jetzt sieht man es. Also es zeigt weniger Farben an, als es eigentlich wechselt. Es wechselt 7 Farben und es zeigt nur 2 an oder 3, wenn man weit weg ist. Ja. Ach, und dann ist was ganz Tolles dazu gekommen, was da habe ich mir echt Mühe gegeben. Und vielleicht kommen bald ein paar Redstone-Tutorials. Ihr wisst ja, mein Kanal heißt natürlich der Redstone-Profi. Ich habe nie was mit Redstone gemacht. Und ich kenne mich halt saugut mit Redstone aus. Und dann dachte ich mir vielleicht... bringt es ja was, wenn ich Redstone-Tutorials mache, bloß ich wollte dann sowas nicht machen, weil ich habe mal Redstone-Profi auf YouTube eingegeben und da kamen dann halt, ja, tausende Sachen und Redstone-Tutorials und dann dachte ich, das bringt eigentlich nichts, wenn ich davon was mache, wenn sowieso tausend andere Leute schon sowas gemacht haben. Ja gut, der ganze Park ist jetzt mit einem Alarm ausgestattet, also hier kann man Notalarm bei Gefahr Scheibe einschlagen, steht jetzt hier, die schlägt man ein und drückt den Knopf. Habe ich jetzt nicht mehr auf Schild geschrieben, weil das Schild war voll. Hier ist die Axt, mit der schlägt man die Scheibe ein. Ja, hier ist der Bahnhof. Hier gibt es genau das gleiche. Schlägt man auch die Scheibe ein. Wenn man jetzt hier den Alarm auslöst, geht der hier auch an. Hier auch an. Hier kann man den auch wieder abschalten. Man kann den hier überall abschalten. Hier geht er natürlich auch an. Hier vorne kann man den Alarm auch... ah, nee. Hier kann man den Alarm nicht anschalten, aber wenn die Lampe leuchtet, ist der Alarm an, die blinkt, die Lampe.
Aber man kann ihn. Hier ist die Klingel von Thomas, die habe ich ihm gebaut, also von der Tomate. Ja, wenn man jetzt hier klingelt. Ihr hört's. Ich klingel nochmal. Oder. Ja, ihr müsstet eigentlich was gehört haben. Ich höre jetzt gerade gar nichts, weil ich habe meinen Fernseher gestummt, damit ihr das nicht doppelt hört. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man was gehört hat. Ja, hier ist halt das. Das kennt ihr schon, das Zimmer von ihm. Und hier geht's halt in die zweite Etage. Das kennt ihr noch nicht, das hat er jetzt neu gemacht. Hier wird halt sein Wohnraum, sein Wohnzimmer und alles möchte er hier gerne machen. Teppich hat er schon. Und hier oben ist seine Bibliothek, er ist ja Schriftsteller. Und ja. Die Glowstones sind extra nur so da, weil er noch keine Lampen gemacht hat und es war einfach nur provisorisch. Und was ich noch eine echt gute Idee von ihm finde, ist, dass er die Fenster so geöffnet hat. Das sieht, das hat was, das sieht gut aus, weil das macht nicht jeder und das sieht man auch nicht oft und das gefällt mir. Hier ist sein Garten, der sieht auch sehr schön aus. Seine Möhren. Dann hat er hier halt noch sein. Es kommt von da drüben das Wasser. Es läuft dann da drunter durch in seinen Garten, so einen kleinen Teich. Hier ging ja mal eine Treppe hoch zur Wildwasserbahn, die ist weg, die war aber schon im letzten Video weg. Wir wissen noch nicht, wie wir das machen sollen. So eine Runde, so ein bisschen gerundete. Die soll jetzt nicht eckig wird sie sowieso. Aber jetzt nicht einfach so. Die Wildwasserbahn und dann einfach so und so. Weil dann gehen die Boote kaputt. Es soll so ein gerundeter, so. Soll halt so ganz langsam im Kreis gehen. Ja. So wie diese Zäune hier soll die Wildwasserbahn halt eine Kurve machen. So. So eine ganz langsame Kurve. Ja, und wir müssen diese halt ziemlich lang am Berg lang führen und dann kommt die hier unten raus. So, und jetzt kommen wir zu dem Entscheidenden. Wir haben jetzt den Alarm hier und den werdet ihr gerne bestimmt hören und den schalte ich jetzt auch mal an. Wir wollen es natürlich richtig machen und wir nehmen uns dafür eine Axt. Natürlich, wenn man den kaputt macht hier, den Rahmen, bekommt man auch eine Axt, aber das wollte ich jetzt nicht. Ihr könnt es auch mit der Hand einschlagen, aber dann blutet man wahrscheinlich. Und dann schlagt ihr das einfach ein und drückt auf den Knopf. Jetzt speichert das Spiel, weil es gerade so viel auf einmal betätigen musste. Jetzt ist der Alarm an. Wir setzen hier mal wieder eine Glasscheibe vor. Ja, und hier blinkt es halt, hier ist der Alarm an. Hier könnt ihr ihn auch abschalten wieder. Die ganzen Türen haben sich jetzt geschlossen wegen dem Alarm. Und hier könnt ihr den Alarm auch wieder abschalten. Und anschalten auch. Und jetzt, ich werde euch noch einen Link in die Beschreibung packen von Mr. Creative. Dank ihm konnte ich einen Kartenleser bauen. Da wusste ich wirklich nicht, wie man den baut, obwohl ich mich gut mit Redstone auskenne. Mr. Creative, den kennt ihr bestimmt, ist ein ganz guter Kanal. Ich tue ihn euch in die Beschreibung und den Kartenleser, der ist von ihm. Ich kann euch ja auch mal zeigen, wie der funktioniert. Ich habe jetzt gerade hier nichts, um da reinzukommen. Ich muss kurz die Tür mal so aufmachen. So, dann nehme ich mir jetzt einfach mal aus der Truhe. Was ist hier los? Ach, tut mir leid. Wir haben gerade keine Karten. Aber wenn man jetzt hier Karten reinwirft, wenn man jetzt hier eine falsche Karte reinwirft, bleibt die Tür geschlossen. Und wenn die Tür wieder auf ist. Also wenn die Tür jetzt auf ist und man wirft eine Karte rein, dann geht sie halt wieder zu. Aber wenn man normales Papier reinwirft, dann geht die Tür nicht auf. Man muss halt Papier reinwerfen, was so einen bestimmten Code hat. Und Zahlen, mein Code ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das sind die normalen Codes und das ist der richtige Code. Die Karten sind irgendwie weg, ist nicht so schlimm. Ich muss den ganzen Code halt nochmal buchstabieren. Oder ich mache einen neuen Code, der kommt dann hier vorne wieder rein. Ja, das könnte ich eigentlich mal machen. Später mal, ja, wenn ich dann so eine Karte habe hier mit diesem Code und die werfe ich hier oben rein, bekomme ich sie ja wieder aus dem Dispenser und die Tür geht auf. Die machen wir jetzt aber erstmal provisorisch auf, um hier reinzukommen. Die Tür kann man auch immer offen lassen, indem man hier auf diesen Knopf drückt. Das ist der Kontrollraum des Parks, den habe ich jetzt ein bisschen verbessert. Das Tür ist jetzt so geschrieben, weil man in Minecraft irgendwie kein Ü nehmen kann, wenn man schreibt. Das ist die Tür dauerhaft offen. So. Dann haben wir hier den Alarm. Den können wir hier abschalten. Aber den mache ich jetzt noch nicht aus. Und das Leuchtfeuer. Wenn wir das jetzt so machen, ist das Leuchtfeuer wechselt dann nicht mehr die Farben.
Das machen wir aber wieder so. Und dann, ja, hier halt, Kommandozentrale, das Licht. Das Licht muss hier extra blinken, damit man weiß, dass Alarm an ist. Gut. Ja. Hier haben wir halt, die Klingel von Thomas ist mit in den Alarm eingebaut, dass die dann beim Alarm auch angeht. Ihr hört mich bestimmt gerade ein bisschen schlecht, vielleicht, ich weiß es nicht. Das ist halt alles nichts von YouTube. Das habe ich alles selber herausgefunden. Ja, ich nehme mal einen Nachtsichttrank, dann seht ihr das hier ein bisschen besser. Unordentlich ist es ziemlich, also ist jetzt hier nichts ordentlich, aber es funktioniert alles, hat alles seine Funktion. Hier ist halt die Maschine für, das habe ich auch alles selber gemacht. Bloß da ist ein Fehler, den habe ich nicht bedacht. Wenn man jetzt hier zwei rein hat, dann wird es niemals eine Farbe, dann vermischt sich das mit einer anderen. Jetzt soll es eigentlich zum Beispiel rot sein, aber jetzt ist es nicht rot, sondern grün. Jetzt ist es auch nicht blau, sondern so ein anderes. Jetzt ist es ja. Ich muss irgendwie das hinlegen, dass, also ihr versteht, dass das ganze Ding hier einmal umkippen, dass das auf der Seite liegt und dass es nur eins durchschiebt und das andere wird dahinter vorbeigeschoben. Dann funktioniert es auch. Irgendwie funktioniert es gerade nicht, wenn der Alarm an ist, müsste es eigentlich ausgehen. Hier müsste irgendwo ein Kabel durchtrennt sein. Ach, hier ist der Fehler. Hier ist ein Kabel durchtrennt. Ja, und wenn das dann wieder heile ist, dann geht der Alarm ist an und dann geht das halt nicht mehr. Damit man von Weiterem auch erkennen kann, dass im Park irgendwas nicht stimmt, wenn das Leuchtfeuer nicht mehr die Farben verändert. Ja, wir schalten den Alarm jetzt mal aus, damit ich euch beweisen kann. Den Alarm haben wir hier eingeschaltet. Wir schalten den jetzt einfach mal hier vorne wieder aus. So, in der Kommandozentrale können wir den auch ausschalten. So, der Alarm ist jetzt aus, die Türen gehen alle auf, das Licht geht hier drin an. Ja. Gut, dann mehr gibt es eigentlich jetzt nicht, oder? Ich überlege nochmal kurz. Das Kaffee ist immer noch nicht vorbei, weitergekommen, da habe ich nie Lust weiterzumachen. Das ist nämlich langweilig. Aber es muss gemacht werden, deswegen, ich werde mich da jetzt mal ranmachen ans Kaffee. Ja, eigentlich gibt es hier, das wird ja auch noch angeglättet hier. Und, nee, eigentlich nicht, dass ich wüsste, dass es hier noch was gibt. Ich war ein bisschen faul, die Kartbahn habe ich auch nicht repariert. Die war schon im letzten Video kaputt. Aber hier wird schon was passieren und, ja. Also, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben und einen Abonnenten natürlich. Bei 150 Abonnenten gibt es in GTA 5 ein Abo-Special, da wird dann eine Stunde GTA 5 Let's Play. Ja, wir machen halt Mist, wir spielen halt ganz normal im freien Modus GTA 5. Was ich halt noch nie so lange gemacht habe, eine Stunde habe ich noch nie ein Video gemacht. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, mich abonniert und dann würde ich sagen, ciao bis zum nächsten Mal und tschüss.